Sie fordern, dass wir die Verursacher der Krise zur Verantwortung ziehen. Das tun wir auch. Es laufen vor den Gerichten aller Welt zahllose Verfahren mit dem Ziel, Verantwortlichkeiten zu klären, Schuldfragen festzustellen, zu beantworten. Und wo Schuld festzustellen ist, werden die Verantwortlichen auch verurteilt. Und es ist nicht Aufgabe des Deutschen Bundestages, Schuldfragen zu klären, sondern es ist Aufgabe der Justiz. Und meine Damen und Herren, wenn Sie das Verursacherprinzip einfordern, dann müssen Sie konkret sagen, was die Deutsche Bank verursacht hat. Es ist in Deutschland so, dass höhere Lasten aus der Finanzmarktkrise zu tragen sind, aber das ist nicht Schuld der privaten Banken, sondern es ist die Schuld, die Verantwortung des öffentlichen Bankensektors. Und es ist bedenklich, wenn Sie bis zum Abwinken immer auf dem Verursacherprinzip herumreiten, denn wenn Sie es auf die Deutsche Bank anwenden wollen, dann müssen Sie zuerst einmal sagen, was diese Bank verursacht hat. Und wenn Sie denn nicht nachweisen können, dass diese Bank etwas verursacht hat, dann müssen Sie sie konsequenterweise aus den Bankenabgaben ausnehmen. Wir stellen keine wie auch immer geartete Schuldfrage in den Vordergrund und machen die Zahlung der Bankenabgabe nicht von einer Verantwortung für die Krise abhängig, sondern wir wollen, dass der gesamte Bankensektor sich an künftigen Bankenrestrukturierungen beteiligt, weil es nach unserer Auffassung nicht Aufgabe des Steuerzahlers ist, Bankenrestrukturierungen zu finanzieren, sondern es ist eine gefahrgeneigte Tätigkeit einer Finanzbranche festzustellen. Und deswegen soll die Finanzbranche auch künftige Restrukturierungen finanzieren und einen entsprechenden Fonds speisen. Das ist es, was wir machen. Und das ist auch vernünftig. Deswegen unterstützen wir diesen Weg der Bundesregierung ausdrücklich. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesfinanzminister setzt sich auf europäischer Ebene für eine Finanztransaktionssteuer ein. Und wir haben ihm dafür auch als Koalitionsfraktion grünes Licht gegeben. Aber wir haben immer eines klar gesagt. Wir wollen nicht eine Finanztransaktionssteuer haben, die den Finanzplatz Deutschland schwächt und andere stärkt. Und deswegen machen wir im Deutschen Bundestag keine Finanzpolitik für den Finanzstandort der Englands, sondern wir machen Finanzpolitik für unseren Standort. Und wenn Großbritannien nicht bereit ist, gemeinsam in Europa eine Finanztransaktionssteuer einzuführen, dann halten wir das aus deutschem Interesse nicht für vertretbar. Die FDP jedenfalls macht eine Finanztransaktionssteuer ohne UK nicht mit, weil wir nicht bereit sind, unsere Finanzstandorte zu opfern und andere zu fördern. Wir machen im Deutschen Bundestag immer noch Politik fürs deutsche Volk. Vielen Dank. Ich fasse zusammen, was Sie hier vorhaben. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Kapital und auch das Banken relativ scheue Rehe sind, bedeutet nichts anderes, als dass Sie einen Karnevalsumzug durch den Wald veranstalten wollen. Sie haben schlichtweg, und das hat sich sehr deutlich gezeigt, eine vollkommen andere Vorstellung davon, wie sich die Wirtschaftsordnung in diesem Land ausgestalten sollte. Ihre Vorstellung von Bankenabgabe ist, dass Sie unsere Banken ans Ausland abgeben wollen. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Deswegen werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Herzlichen Dank.